Willkommen zu einer Runde BW hier auf dem Nerux Warze Server. Wenn ich den schon sehe, es könnte wieder mal eine interessante Runde werden. Ja, ich habe eben schon versucht, ein bisschen was auf Gomma aufzunehmen und da wurde ich komplett weggesweatet von Typen. Und als mich dann in der vierten Runde oder sowas ein Typ mit seiner 750er Range outranged hat, also keine Ahnung, was er für eine actual Range hat, aber das sah mir definitiv nicht nach irgendwas im Legit-Bereich aus, hatte ich dann halt auch einfach gar keinen Bock mehr. Für heute war auch eigentlich ein anderes Video geplant als das hier. Ich habe gestern ein bisschen Stuff mit Tim aufgenommen und sowas. Und ja, das wollte ich heute eigentlich schneiden. Und dann ist mir heute aber aufgefallen, dass heute, wenn das Video onkommt, der letzte Sommerferientag ist. Nicht nur für dieses Jahr, sondern in meinem gesamten Leben. Ich komme jetzt in die Q2, das ist 12. Klasse, das heißt, ich mache dieses Schuljahr Abitur. Heißt im Umkehrschluss, das waren jetzt meine letzten Sommerferien. Und dazu muss man jetzt einfach mal der Fairness halber sagen, die waren echt scheiße. Dafür, dass meine Sommerferien so scheiße waren, würde ich mich auch einfach nochmal gerne bei China bedanken, die mit Corona echt ein ziemlich geiles Virus gemacht haben. Und mein Bett wurde abgebaut. Ja, geil, ey. Ich hätte eigentlich vergessen, den Typen so auf aggressiver Basis zu chasen. Und ich bin tot. Dabei ist mal legit, mir ist irgendwann mal klar geworden, dass ich die letzten Sommerferien, oder eigentlich gerade erst, dass ich die letzten Sommerferien meines Lebens hauptsächlich damit verbracht habe, Videos zu schneiden. Daily-Videos. Sonst habe ich eigentlich nichts Besonderes gemacht. Also ich habe beim Paul getroffen, was mal wirklich überfällig war. Sonst habe ich halt wirklich nichts Besonderes gemacht. Achso, und by the way, ganz kurz eine Sache, die ich nochmal anmerken möchte. Teilt das Video mal gerne, weil ich hatte euch versprochen, dass bei 500 Abos, dass ich da meinen Amerika-Vlog schneide. Aber nur, wenn wir die noch dieses Jahr erreichen. Also wenn ihr den Amerika-Vlog sehen wollt, und der wird hoffentlich geil, also die Footage war geil, der Urlaub war geil, das heißt, es ist wahrscheinlich nicht so unwahrscheinlich, dass der Vlog dazu auch geil wird dann. Interessanter Typ. Dann teilt den Stuff doch einfach mal sehr gerne. By the way, folgt mir auch mal auf meinem Insta, Twitter und Twitch. Ich muss den Typ mal... Digga, was ist das für ein Typ? Bin eigentlich ein bisschen dement gerade unterwegs. Ich weiß nicht mehr, wo ich gerade stehen geblieben war. Nice. Ich habe schon meinen neuen Stundenplan bekommen. Ich muss sagen, I don't know, ich habe ein paar neue Lehrer bekommen, auf die ich echt wenig Bock hatte. Vor allem, ich hatte so einen korrekten Englischlehrer. Bye, have a great time. Der ist natürlich von der Schule gegangen. Ja, interessanter Typ. Problem ist, inzwischen ist halt BW auf so einem hohen Standard, dass du nicht mal mehr sagen kannst, der Typ hackt oder sowas, sondern dass es halt wirklich einfach sein könnte, dass der Typ auf entspannt rein abused wie sonst was. Ich muss sagen, mir fehlt eigentlich in meinem Stundenplan eine einzige elementare Freistunde, weil in der habe ich immer ganz gerne Videos geschnitten. In der Freistunde sind bestimmt ein Dutzend Videos entstanden. So, kommen den Typen. Ich kann mich jetzt dafür rächen, dass er mein Bett abgebaut hat. Fuck. Ja gut, immerhin habe ich ihn mitgezogen. Oh, da war er mad. Aber an sich habe ich, glaube ich, einen besseren Stundenplan als vorher. Ein paar Lehrer habe ich gehofft, dass ich neue Lehrer bekomme, weil gehofft, dass ich sie behalte. Und natürlich habe ich die nicht behalten, die ich behalten wollte. Und da, wo ich neue Lehrer bekommen wollte, die habe ich behalten. Alter, dann hol dir einen runter. Ich freue mich vor allem auf einen Mathelehrer, der sich weigert, Fragen zu beantworten, und auf eine Englischlehrerin, die den ganzen Kurs erstmal bei einer Klausurrückgabe erzählt, dass der Kurs scheiße ist. Nice. Ja, also es wird wahrscheinlich eine verdammt lustige Angelegenheit. Bye bye. Aber ja, I guess, es kann ein gutes Schuljahr hoffentlich werden. Außer, dass ich 24/7 eine Maske tragen muss. Ich habe schon erzählt, lest einfach mal die nächsten Tage Zeitung. Ihr werdet irgendeinen Bericht über einen Schüler finden, der beschlossen hat, einen Lehrer zu erwürgen, weil er auf 180 wegen der Maske war. So, und unsere Lehrer haben gesagt, es wird bei uns Trinkzeiten geben. Das heißt, wir dürfen, wenn es draußen, und bei uns ist im Moment jeden Tag 35, 36, 37 Grad, dürfen wir nicht mehr trinken, wann wir Durst haben, sondern wann unsere Lehrer es uns erlauben. Finde ich eine sehr interessante Herangehensweise, vor allen Dingen, wenn es gefühlte 700 Grad draußen sind. In der obersten Etage bei uns kommt halt einfach noch dazu, dass es dann halt nochmal wärmer in dem Dings ist. Dann werde ich halt auch offen gestanden, wenn die das nicht einigermaßen regelmäßig machen, einen Fick drauf geben. Und technisch gesehen dürfen mir das meine Lehrer auch gar nicht verbieten, weil von dem, was ich mitbekommen habe, ist es kein Beschluss vom Ministerium, dass es so gemacht werden muss. Also, wenn unser Ministerium das nicht beschließt, dann ist es halt auch keine Pflicht. Dann können mir die Lehrer das auch nicht verbieten. Greifen. Und daher hat es. Fuck. Yo. Also das war jetzt auch ein bisschen, es war mehr Luck als Bad Luck, I guess. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Komm. Let's go win.
Ja, Digga, Knockback hast du auch noch nie was von gehört, oder? Ist wahrscheinlich so dieser andere Übersweater. Ja, Digga, du merkst, was hat er mir gerade für ein A-Head gedrückt? Wollen wir mal drüber reden, was er mir für ein A-Head gedrückt hat? Naja, wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir gerne mit einem Like, teilt den Stuff, abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt, aktiviert die Glocke, folgt mir auf meinem Twitch, Insta und Twitter, aktiviert da überall, wo es Glocken gibt, auch die Glocken, dann verpasst ihr keinen Stuff mehr. Vor allem auf meinem Insta wollte ich jetzt wieder mal ein bisschen aktiver Fotos posten. Und da sind ein paar echt sicke Fotos bei. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Bis dahin, ciao! Alter, dann hol dir einen runter!